Recht herzlich willkommen zur 66. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir wollen noch eine Aktion starten mit unserer kleinen Satellitensonde, keine Ahnung, wie man den nennen will. Da sind wir gelandet. Da müssen wir hin und da müssen wir starten und wir wollen gucken, dass wir noch woanders hinkommen, ne? Dass wir da nochmal schauen, noch ein paar Werte kriegen. Da stehen wir jetzt. Oh, jetzt habe ich jetzt schon eine Taste bewegt. Das ist schlecht. Ich wollte diese bewegen. So, ich weiß nur nicht, wo wollen wir hin? Jetzt haben wir die Karte. Also, was mich irritiert, ist das, dass wir hier Sonne haben, aber keine Sonne sehen. Aber der Schatten ist ja da und die Batterien laden sich auf. So ist nicht. Gut, das bedeutet, wäre schön, hier oben irgendwo hinzukommen vielleicht. Weil ich glaube, das ist dann der Nordpol und der Südpol vielleicht vom Moon. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, wie er dreht oder ob er überhaupt dreht oder nicht und ob es einen Pol gibt. Ja, das heißt, wir müssen aus diesem kleinen Krater raus und gucken, dass wir in einen großen Krater kommen. Nein, der da oben ist ja vielleicht machbar, keine Ahnung. Schauen wir mal. Gut, das bedeutet, wir müssten jetzt einfach raus, egal wohin, denke ich. Ich glaube, nach da ist der Pol, wo wir hinwollen. So, einfach Triebwerk an und hoch. Einfach mal ein bisschen Power machen erstmal. So, hochkommen. Jetzt mehr vertikal. Ein bisschen näher rein, damit wir es besser... Ne, vertikal. Vertikal ist so. Lassen wir da hinkommen. Und lassen wir das so. Dann müssen wir auf jeden Fall gleich in diese Richtung wenden. Ah, die Sonne scheint jetzt hier drauf, ne? Es täuscht, wenn man unten ist, oder wie? So, achso, wir haben das SAS hier auch immer an. Das ist, glaube ich, auch schlecht, oder wie war das, ne? So, jetzt verschieben wir auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen seitlichen Trieb aufnehmen. Aber nicht zu viel, sonst müssen wir nachher wieder abbremsen, ne? Können wir hier irgendwo was am Thermometer machen noch oder so? Da ist das Barometer, oder? Nee, oder? Gibt es da nochmal extra Punkte? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Können das aber mal gerade machen, oder? So. Meter, so habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir kommen. Ja, einmal SAS an, ne? Dann ist Ruhe im Karton. Wir steigen immer noch. Und wir sind in einer Richtung unterwegs, die ich eigentlich gar nicht wollte, aber ist auch egal. Wir fliegen also sogar zurück. Naja. Ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen Gas, um da weiter hinzukommen noch. Dann kommen wir vielleicht noch zum Krater hin, ne? Das wäre vielleicht noch cool, oder? Dann probieren wir das doch mal da reinzukommen. Ne, das wäre es noch nicht. Aber das vielleicht jetzt, oder? Ja. Irgendwie sollte das klappen. Komm, noch einmal kurz. Aber dann müssen wir, glaube ich, sparen. Ja, da kommen wir, glaube ich, rein. Gut. Das bedeutet, jetzt müssten wir eigentlich andersrum ausrichten, ne? Dass wir dann irgendwann bremsen können. Und wir können noch mal gucken, ob es hier noch was geht. Glaube nicht. Füllt sich, ne? Ja. Thermometer geht, glaube ich, auch nicht, oder? Ne. Ich glaube, das ist vom letzten Mal.
gibt er, dann machen wir mal einfach. Gut. Ne, das waren jetzt gerade die falschen Tasten. Obwohl, spielt eigentlich auch keine Rolle, ne? Das wäre so rum. Das heißt so rum. Da einmal SAS an, damit Ruhe im Karton ist. Ein bisschen rauszoomen, damit wir sehen, wo wir hinfliegen. Wir sind jetzt auf welche Höhe? 22.000 Meter und sind schon am Zenit. Zenit ist, sagt man Zenit, weiß ich nicht. Übermessen. Wächst das noch? Ja. Wollte ich mal einmal mehr machen, egal. So. Fühlt sich noch. Alles gut also. Wir sind aber ziemlich schnell unterwegs. Nur aufpassen, dass wir nicht dann zu schnell unterwegs sind nachher. Müssen wir dann frühzeitig noch abbremsen, ne? Aber wenn wir jetzt abbremsen, ist das der Krater hier schon oder täuscht das nur? Oder ist der dahinter? Ich glaube, der ist dahinter, oder? Das ist nur hier so ein kleiner, ne? Oder? Ja, ich denke mal, wir werden nicht diesen großen Krater erreichen, weil ich glaube, der ist dahinter am Ziel. Könnte klappen, muss aber nicht, ne? Ah, weiß nicht. Vielleicht wird er sogar gehen. Aber dafür müssen wir vielleicht anders aufrichten noch, ne? Ah, hier oben sehe ich jetzt gerade, dass da ein anderes Biom dann ist. Okay. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Das bedeutet, dass wir da gerade gewechselt hätten. Das bedeutet auch, ich werde jetzt mal ganz einfach so lenken. Und dann gegenlenken. Also, weil, ja, ich glaube, wir müssen dann abbremsen, ne? Das ist hier doch etwas höher wie hier. Machen wir mal langsamer die ganze Geschichte. So, irgendwo bei 20 oder so werde ich mal stoppen. Vielleicht auch ein bisschen eher, keine Ahnung. Oh, da geht schon in entgegengesetzte Richtung, glaube ich. So, jetzt nochmal Gas geben. Schwierig zu beurteilen, ne? Ich muss das SAS erst nochmal anmachen. Weil ich sonst nicht hinkriege, die Rakete hier. So, nochmal langsam Gas. Ich glaube, das ist hier eine ganz schlechte Stelle zum Landen, oder? So, wir müssen da hoch, denke ich. Das kriegen wir aber gerade gut hin, denke ich, oder? Oh, das war viel zu viel. Naja, okay, kriegen wir auch noch in den Griff. Glaube ich.
Ich habe keinen Sprit mehr. Ich glaube, das geht kaputt. Schade. Explodiere jetzt gerade nicht, das wäre noch das Beste. Ja, da bleibt nicht viel über. Und da rutschen wir in den Krater rein und es explodiert noch was und wir sind noch voll unterwegs. Und das wird noch ganz, ganz böse enden, ne? Da ist aber auch nichts mehr dran, glaube ich, ne? Ja, nee. Oh, jetzt fliegen wir nochmal hoch. Explodieren aber nicht. Ja. Schade. Kriegen wir das irgendwie gebremst? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir können nochmal hochfliegen, wenn... Tja, da trollert er hin. Und nochmal hochgeflogen. Ja, Schleuderkurs. Gut, dass er... Oh Gott, wie tief ist das denn? Das ist aber ganz schön tief, ne? Ja, der Bleistift hier, der ist schon ein Stümmel. Das wird ewig dauern, bis er zur Ruhe kommt, glaube ich. Oder? Ja, obwohl. Jetzt könnte es flach genug sein, dass wir bremsen. Aber was bringt's? Nichts bringt's, leider. Sprit ist alle. Beine sind ab. Triebwerk ist ab. Messinstrumente fehlen leider. Können wir also nichts machen. Toll, Name, bringt alle nichts. Control von mir. So, jetzt kommt er gleich zur Ruhe, will ich hoffen. Ja. Also, wenn das wird jetzt gerade, glaube ich, wieder ein bisschen steiler. Ich glaube, wir fallen doch noch in den Krater rein. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir aufhören zu rollen, aber ich glaube, die Steigung ist hier, beziehungsweise das Gefälle in unserer Sicht, ist, glaube ich, doch noch so groß, dass wir da nachher noch reinfallen. Also hört gar nicht auf. Obwohl... ja. Gut, zieh mal ein Resümee. Wir sind hier unterwegs, haben eine Landung auf dem Mond geschafft, haben einmal gemessen, hätten gerne das zweite Mal gemessen, haben das aber leider nicht hingekriegt, da der Sprit kurz vor der Landung alle gegangen ist. Das war ein bisschen schade, ist aber so. Vielleicht wollte ich wieder zu viel, dass wir zu weit mit dem Sprung gewesen sind. Aber so ist das halt, ne? Es war halt sowieso klar, dass das Ding hier bleibt. Wäre schön gewesen, noch ein paar Messwerte zu kriegen. Hier gab es jetzt ein neues Biom halt. Aber das haben wir nicht geschafft. Gut, kommt er jetzt zur Ruhe? Sieht irgendwie nicht so aus. Ja, was machen wir als nächstes, ist dann die Frage, ne? Wir haben ein paar Aufträge, einen zu retten und so. Können nochmal herfliegen, können nochmal hier so eine Mondlandung machen und dann aber mit Fallschirm zurück oder so. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Vom Treibstoff her. Müssten wir, glaube ich, ein bisschen mehr Treibstoff haben. Wir haben ja so einen Auftrag, den wir da auch lösen könnten. Wir haben auch noch irgendwo eine Sonde durch die Gegend fliegen. Satellitensonde, weiß nicht, der an Eve oder Dun oder so ähnlich Luna vorbeiflog oder sowas. Da können wir vielleicht noch gucken, dass wir da nochmal reinschauen, ob wir da irgendwo in die Nähe kommen und dann noch ein paar Messwerte da holen, aber ich glaube, da war nur das Thermometer dran an dem Gerät, ne? Aber der Dralo hat ja geschrieben, dass man da ganz gut für Science kriegt, ne? Aber ich glaube, jetzt stabilisiert er sich auf dem Weg direkt in den Krater. Mit Vollgas rein. Ja.
Jetzt hat er die passende Geschwindigkeit, das. Ja, ich glaube, da werden wir da unten noch im Krater landen. Obwohl, vielleicht auch hier links rein. Das könnte sich sogar so ergeben, dass wir gar nicht in den Krater kommen, sondern hier links in dieser Senke liegen bleiben. Ich könnte aber, glaube ich, lenken, dann könnte das noch was werden. Komisch, dass das noch geht, ne? Ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall vor dem Kraterrand liegen, weil es da wieder berghoch geht. Dafür sind wir zu langsam. Verrückt. Ja, gut. Ich will jetzt gar nicht aufhören, bevor er nicht anhält, ne? Oh, jetzt fliegt er nochmal hoch. Jetzt geht er nach links. Ich krieg ihn nicht hin. Ich hab ihn gerettet, in Anführungsstrichen. Nein, jetzt... Oh, 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 oh. Nicht explodiert. Nee, zum Krater kommen wir definitiv nicht mehr hin. So. Ja, anhalten tut er auch nicht. Ja, gut. Was der da so eiert, ne? Da oben sind die Teile, die da abgeflogen sind. Kann man recovern eigentlich? Ne, Space Center geht nur. Oder abbrechen. Das wollen wir aber nicht. Ja, jetzt sind wir wieder stabilisiert. Hier ist das ein bisschen mit dem Dingens. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir brechen hier jetzt ab. So interessant ist es dann doch nicht. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.